Stadtkanzlei ist Politik natürlich ein grosses Anliegen. Dass sich auch die Jungen beteiligen, auf das legen wir sehr viel Wert. Heuer nutzen wir den Tag der Demokratie, für die Jungen direkt hier auf dem Waisenhausplatz zu begrüßen, sich einen Hotdog nehmen und zusammen mit Politikerinnen und Politikern über die Politik im Alltag reden und versuchen zu spüren, wo sie direkt Einfluss nehmen können. Familie vom Amt für Bildung und Sport setzt sich dafür ein, dass auch Kinder und Jugendliche die Stadt Thun mitgestalten können. Eine Möglichkeit zum Mitgestalten ist der Jugendvorstoss. Den gibt es schon eine Weile, den gibt es seit 2015. Er ist auf einmal genutzt worden. Die Jugendlichen müssen wissen, dass es den gibt. Wegen dem sind wir heute am Nami hier auf dem Waisenhausplatz und sagen, gib deinen Senf dazu. Ich war Mitinitiantin des ersten Jugendvorstosses in der Stadt Thun. Unser Ziel war dann netto nur bis 2030 unter Klimanotstand. Das ist nach einer spannenden Diskussion zum Glück am Schluss angenommen worden. Und damit sieht man, so ein Jugendvorstoss kann wirklich etwas bewirken.